In den vergangenen Tagen und Wochen habe ich euch die Horoskope der chinesischen Tierkreiszeichen und eine Kurzprognose für das Jahr 2018 erstellt, dem Jahr des Erdhundes. Und heute möchte ich euch die fünf Elemente in der chinesischen Astrologie näher bringen. Sie haben eine fundamentale Bedeutung im chinesischen Horoskop. Leider untergräbt man sie in der westlichen Auslegung oder werden nur teilweise benannt. Doch die chinesischen Elemente und ihre Sternzeichen finden einen faszinierenden Einblick in die chinesische Astrologie. Die fünf Elemente sind Metall, Wasser, Holz, Feuer und Erde. Damit entstehen die Kreisläufe und die Balance in der Welt aus der Erde wieder zur Erde. So ist einerseits ein Element dem Geburtsjahr zugeordnet und andererseits auch dem Monat und dem Tag, an dem man geboren ist. Hier ein Beispiel für die Erschaffung durch ein anderes Element, das durch einen Kreislauf und Balance geschaffen wird. Aus Metall erhalten wir Wasser. Aus Wasser entsteht Holz. Aus Holz bekommen wir Feuer, aus Feuer die Erde und letztendlich aus Erde wieder Metall. Und so kontrolliert ein Element ein anderes. Feuer kontrolliert Metall, Wasser das Feuer, Erde das Wasser, Holz die Erde und Metall das Holz. Ich erkläre es einfacher. Das Feuer schmilzt Metall und es wird flüssig. Die Flüssigkeit, Wasser, löscht das Feuer. Die Erde nimmt das Wasser auf und bestimmt den Lauf des Wassers. Das Holz, die Wurzeln, halten die Erde zusammen oder es bricht auseinander. Das Metall durch eine Axt durchtrennt die Bäume und dadurch entsteht das Holz. Die Bedeutung für die Charakteristik einer Person wird auch von den Elementen bestimmt und wirkt sich auf jedes Jahr, in dem wir uns gerade befinden, auf die Voraussage für ein Jahr, Monat und Tag aus. Alle 60 Jahre wiederholen sich die Kreisläufe der Elemente für alle Sternzeichen in ihren eigenen Kombinationen. Als nächstes werde ich euch ein Video präsentieren und ich gehe speziell auf das chinesische Horoskop für die Kinder ein. Das wird mit Sicherheit für alle Eltern, besonders den Müttern, sehr interessant sein. Bis dahin, lichtvolle Grüße von eurer Deria.